Wir schauen uns also wieder eine dieser Binsenweisheiten an, die es schon sehr lange gibt, und wollen mal dahinter die Kulissen schauen, was steckt dahinter und wie wertvoll ist diese Taktik überhaupt einzuschätzen und warum. Und zunächst mal muss man dann ja erstmal verstehen, was meint das überhaupt? Langer Weg, kurze Farbe, und das ist nicht unerheblich zu verstehen, dass sich diese Grundsätze oft auf die Spieleröffnung beziehen, wo noch einfach eine sehr große Auswahl von Karten zur Verfügung steht, die gespielt werden können, und da dem Einsteiger, dem Anfänger erstmal ein Gefühl zu geben, was eine grundsätzlich gute Taktik ist. So ist es auch hier. Es ist eine Gegenspielertaktik, und mit dem langen Weg ist erstmal gemeint der Weg zum Alleinspieler. Das heißt, in dem Fall, wenn ihr in diese Karte schaut und der Alleinspieler sitzt rechts von euch, ne? Der Weg zum Alleinspieler ist von hier oder von hier, also die Wege zum Mitspieler sind erstmal gleich lang, aber da wir im Uhrzeigersinn spielen, ist eben gemeint, dass auf dem Weg zum Alleinspieler noch euer Partner in der Mitte sitzt, und damit ist der Weg viel länger als dieser hier. Ja? Das heißt, das ist der lange Weg, und mit der kurzen Farbe ist einfach die Farbe gemeint, von der ihr am wenigsten Karten habt. Das heißt, sei jetzt einmal Herz Trumpf, hättet ihr hier vier Trümpfe, habt ihr drei Kreuz, ein Karo, zwei Pik, und dann ist eben die kurze Farbe einfach Karo. Das heißt, die Karo 7 ist hier eine ganz natürliche Ausspielkarte nach der Skat-Taktik langer Weg, kurze Farbe. Und ganz sicher kann man erstmal zugeben und muss man auch zugeben, dass sich das eine oder andere Mal im Spielverlauf auch rausstellt, dass die Taktik dann doch nicht so gut war, dass das gerade dem Alleinspieler geholfen hat. In dem Fall zum Beispiel hat man ihm vielleicht die Karo 10 hochgespielt oder er konnte mit dem Karo König schnippeln. Dann kann es ihm auch helfen. Aber man muss da grundsätzlich verstehen, dass man ja in der Spieleröffnung zwar schon weiß, was Trumpf ist, aber noch nicht die Beikarte so richtig einschätzen kann. Man kann eine Ahnung haben, aber man kann es nicht genau wissen. Und deswegen geht es darum, erstmal eine grundsätzliche taktische Überlegung anzustellen, mit der man so wenig wie möglich kaputt machen kann oder so viele Verteilungen wie möglich idealerweise attackiert. Ja? Also noch nichts kaputt machen in der Spieleröffnung, das ist so ein weiterer Grundsatz und der spielt auch hier rein. Denn sowohl mit den Alternativeröffnungen Kreuz oder Pik kann ich eben genauso den Griff ins Klo wagen. Und warum machen wir jetzt die kurze Farbe? Da würde ich jetzt gerne nochmal auf mein erstes Taktikvideo hinweisen. Das hieß nämlich kurzer Weg, lange Farbe, und das meint eben genau das Gleiche, nur aus einer anderen Position heraus. Wenn der Alleinspieler in Mittelhand sitzt, also hier links von euch, dann würdet ihr auf den kurzen Weg eine lange Farbe spielen und das wäre Kreuz. Das habe ich in dem verlinkten Video erklärt. Und die Idee ist natürlich, dass im Spielverlauf der Partner in Hinterhand eine Farbe frei ist. Und jetzt wechseln wir das nochmal oder beziehungsweise drehe ich mal hier die Karten um und ergänze, wenn jetzt also der Spieler hier Herz spielt und wir würden aus dieser Position die Kreuz Karte ausspielen, weil es unsere längste Farbe ist. Dann würde das natürlich in der Hoffnung passieren, dass eben im Spielverlauf unser Partner dann Kreuz abstechen kann oder jedenfalls die Farbe frei wird, ne? Und hier wäre es jetzt ganz identisch. Es ist im Prinzip die Ergänzung der gleichen Taktik. Wenn der Spieler hier das Spiel eröffnet, wenn ihr mit dieser Karte in Vorhand sitzt, dann ist es eben der lange Weg zum Alleinspieler. Herz ist Trumpf und eure kürzeste Farbe ist Kreuz. Das heißt, es ergänzt die Taktik. In dem Fall startet ihr jetzt eben mit dem Kreuz König, Kreuz Lusche. Alleinspieler legt das Ass. Wir können das ja einmal hier an einem ganz klassischen Beispiel uns anschauen. Alleinspieler hat ein richtig schönes Herzspiel. 5 Trümpfe, Ass 10 Lusche, Ass Lusche, ganz klassisch hier gedrückt, noch zwei Bilder gedrückt. Er kann sich natürlich nicht leisten, mit dem Kreuz König im ersten Stich zu schnippeln, also nur die 7 zu legen. Das würde ihn ja in Teufels Küche bringen, also wird er das Ass nehmen. Und dann wird er eben Trumpf spielen. Ob er jetzt, weil ihr auch schon erkennen kann, dass ihr wahrscheinlich die Kreuz 10 stechen wollt, es versucht euch schwer zu machen, indem er den Pik Buben zieht. Sei mal dahingestellt, ist jetzt auch nicht unbedingt brillant. Der Pik Bube kann in diesem Spiel ja später auch noch einen Stich machen. Sonst gibt er seinen ganzen Stolz in Trumpf recht leicht davon, ohne überhaupt die Sicherheit zu haben, dass der Plan funktioniert. Denn das hängt ja davon ab, wo der Kreuzbube sitzt. Also mal angenommen, er startet jetzt einfach mit einer Trumpflusche. Euer Trumpf Ass,
Partner nimmt natürlich mit, denn er hat das ja auch verstanden, was in Kreuz der Fall ist. Und es ist genau eine dieser Verteilung, auf die ihr quasi abgezielt habt, den Alleinspieler an seiner schwächsten Stelle zu packen. Und nun kann man ja sagen, Moment mal, Ass 10, 7, so schwach ist das ja gar nicht. Nein, natürlich nicht. Und wenn Kreuz 2 zu 2 verteilt wäre, hätte der Alleinspieler da gar kein Problem. Aber das Problem, was er jetzt hat, ist, dass in der Spieleröffnung bei einer ungünstigen Kreuz 3-1 Stellung gleich diese blanke Karte rauskam, dass er die Trümpfe noch nicht ziehen konnte. Siehe letztes Video, Trumpf ist die Seele des Spiels, habe ich gelernt, aber ich weiß, ich habe es mit Absicht gemacht. Trumpf ist die Seele vom Spiel, so wurde früher immer gesagt. Also der Alleinspieler kann jetzt erst einmal Trumpf spielen und jetzt kommt eben im nächsten Stich der Abstich, der ist sehr unangenehm aus verschiedenen Gründen. Erstens sticht der Trumpf kurze Spieler in dem Fall. Ne? Früher wurde mal gesagt, ja, blank ausspielen darf man nur, wenn man genau ein oder zwei Trümpfe hat, jedenfalls nicht bei drei oder vier, dann wieder ab fünf. Also früher wurde das auch noch sehr streng in Relation zu den Trümpfen gesetzt. Ich glaube, die Praxis hat ein bisschen gezeigt, moderner Skat bedeutet, blank ist fast immer richtig, also sehr oft. Es führt nicht immer zum Spielverlust, aber es werden ja sowieso sehr wenige Spiele des Alleinspielers geschlagen. Aber um ein gutes Spiel zu schlagen, ist blank an sich unabhängig von der Anzahl der Trümpfe. Gut, in dem Fall ist es aber natürlich besonders bitter für den Alleinspieler, denn der Trumpf-kurze Gegenspieler sticht ihm die Kreuz 10 ab. Der Spieler hier hat jetzt noch zwei Trumpfstiche in der Hand, hat noch die Kreuz 9 in der Hand, um einen Stich zu machen. Klar, das Spiel geht jetzt erstmal von hier weiter. Jetzt, wo die kurze Farbe dann weg ist, muss man logischerweise auf eine andere Farbe wechseln. Jetzt greift dieser Spruch auch nicht mehr. Jetzt kann man, ob man jetzt hier Pik oder Karo trifft, vielleicht trifft man jetzt sogar eher die längste Farbe. Und dann nimmt das Spiel einfach seinen Lauf und wird für den Alleinspieler wohl nicht zu verteidigen sein. Nehmen wir mal an, Pik 7, Pik Ass, den wird er wohl auch stechen und dann ist es fast ganz egal. Er kommt weder an die Pik 10 ran, die wird in Trumpf geschmiert und auch die Karo 10 sitzt dahinter. Das heißt, er verliert jetzt noch diese Vollen und ja, damit gehen die Vollen dann tatsächlich 4 zu 4 aus. Aber ich glaube schon, dass wir das Spiel an der Stelle dann geschlagen bekommen, auf die Kippe bekommen. Letztlich, was ist gemeint mit dieser Taktik auf den langen Weg? Eine kurze Farbe ergänzt ganz sinnvoll die andere Taktik, auf den kurzen Weg eine lange Karte zu spielen. Beides geht darum, den Alleinspieler in die Zange zu nehmen, an seiner schwächsten Stelle zu packen und das so schnell wie möglich. Wie immer beim Skat gilt, das Spiel ist komplex, es gibt super viele Verteilungen und keine Grundsatztaktik deckt alle Verteilungen und alle Möglichkeiten ab. Also mit Augenmaß die Ausnahmen kennen und beachten. Hier zum Beispiel ist ganz klar zu sagen, diese Taktik gilt vornehmlich für Farbspiele, nicht so sehr für Grang, denn beim Grang ist es sehr wahrscheinlich nicht so gut, den Alleinspieler potenziell in eine starke Farbe einzuspielen. Da spielt sehr häufig das Tempo eine Rolle, dass der Alleinspieler vielleicht mit Trumpf zu kurz kommt, weil er weniger Trümpfe hat und sich dann freut, wenn er in eine eigene lange Farbe eingespielt wird, also beim Grang eher aus der eigenen Stärke aufspielen. Und es gibt natürlich auch Beispiele, schauen wir dieses Mal an. Der Alleinspieler sitzt in Hinterhand, ihr habt dieses Blatt, es wird wieder Herz gespielt. Die kurzen Farben sind jetzt Kreuz und Karo und beide sind eben weder blank und beide sind auch nicht besonders attraktiv im Ausspiel. Mit der Kreuz-Doppellusche könnt ihr halt super viel kaputt machen. Der Alleinspieler kann Ass-König haben, der Alleinspieler kann die bestellte 10 haben, der Alleinspieler kann Ass zu dritt oder 10 zu dritt haben. Selten, dass ihr damit nun wirklich gerade für euch eine günstige Stellung erreicht. Ihr könnt danach auch ein nachgespieltes Kreuz gar nicht stechen. Also diese Doppellusche verbietet sich fast im Ausspiel, ist das fast die unangenehmste Konstellation, aus der man ausspielen kann. Und auch dann die andere kurze Farbe, Karo mit der einfach bestellten 10. Da setzt man auch sehr viel auf eine Karte, dass der Alleinspieler nämlich nicht das Ass hat und dass er vielleicht gerade ein Karo mit hat. Deswegen, wenn man Karo ausspielen will, dann müsste man schon fast die 10 nehmen. Macht man aber auch ungerne, weil es natürlich gerade auch die Ass-Karte des Alleinspielers sein kann.
Ne? Deswegen in dieser Konstellation sicher ganz klassisch wäre hier die Pik 7 nach dem Leersatz eben wenig kaputt machen und mit der zweifach bestellten 10, selbst wenn der Alleinspieler dann es schafft, erstmal zu schnippeln, dann ist die 10 noch nicht blank gestellt und dann kann im Spielverlauf auch euer Partner vielleicht ihm noch das Pik Ass abstechen, wenn er gar nicht so trumpfstark ist oder. Also es gibt immer Ausnahmen, nie sklavisch an diese Grundtaktiken halten, aber dennoch natürlich wichtig zu wissen und nicht nur, wenn ihr Gegenspieler seid, sondern auch, wenn ihr Alleinspieler seid, wie werden eure Gegner ausspielen? Ne? Denn das ist natürlich auch klar, wenn ihr der Alleinspieler seid und die Karte kommt von dem Spieler auf den langen Weg, dann wird das sehr häufig eben eine kurze Farbe sein. Das hilft euch also nicht nur im Gegenspiel zu wissen, was dahinter steckt, sondern grundsätzlich beim Skat, um das komplette Bild zu haben.